Hey und Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prison Architect. Beim letzten Mal haben wir unsere Prison gut erweitert und hatten ordentliche Probleme mit allen möglichen Leuten. Whatever. Und dann haben wir Taser Rollout gestartet. Dann haben wir unsere Aktien zurückgekauft und dieses Mal wollen wir mal schauen, was sonst noch alles ist. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser hinhaut. Ich wollte eben irgendwas machen. Aber ich habe schon wieder total vergessen, was. Ja, genau. Ich wollte Contraband schauen. Informant, du bitte aktivieren. Du wirst abgeführt. Ach ja, das ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Okay, was wissen wir? Da in der Zelle ist Alkohol, merken. Da trägt noch jemand Alkohol rum. Interessante sind aber eigentlich. Das ist ein Informant von mir, der Sachen mit sich rumschleppt. Was ist da? Noch mehr Alkohol? Booze. All that booze. Okay. Dem seine Zelle will ich durchsuchen. Search Cell. 100, okay, ich muss. Ich habe im Moment closed. Prisoners. Gib mal mehr. Ja, es ist nur wichtig, dass man sich das merkt, weil ansonsten hat man den Nacht. Moment, kann man den anheuern? Rating, Experience. Ja, ich kann ihn anheuern. Wie viel Prozent hat er? Contraband. 31. Oh yeah, hat noch mehr als der andere. Yes. Weil der länger da war. Was zum Teufel ist hier los? Miep. Ich finde es immer noch lustig, dass die alle automatisch aufgehen. Nur bei denen im Lockdown bleibt sie zu. Sehr, sehr interessant. Ich glaube, das war bis vor kurzem auch noch nicht so. Das haben sie auch irgendwann wahrscheinlich geändert. Bing. Was hast du dabei gehabt? Nix. Free Time. Ingredients. Move to Deliveries. So, Storage Room wird langsam frei. Ah, das heißt, die haben schon wieder gut gearbeitet. Wie sieht es eigentlich jetzt im Moment mit Workshop aus? Needs, Contra, Needs. Food sollte eigentlich gestillt werden. Relativ zuverlässig. Ansonsten wüsste ich auch nicht, was ist sonst noch das Problem, was ich sonst noch machen könnte. Eventuell muss ich tatsächlich einen Tisch abbauen. Und stattdessen Zeug hinbauen. Das ist auch möglich. Oh, es wurde ein Werkzeug gefunden. Ja, aber es geht relativ gut. Ich glaube, dass es einfach noch ein bisschen der Platz ist, eventuell. Starting 12 ein bis 2. 24, 24 finished, 10 passed. Ah, habe ich der Deployments, Utility Objects, Deployment, Jobs. Yep, das ist vielleicht noch wichtig. Wenn wir das haben, dann sollte es auch funktionieren, dass da Leute auch tatsächlich arbeiten. Und wenn Leute arbeiten, gefällt mir gut. Bedeutet nämlich, dass ich endlich diese Nummernschilder herstelle, die ich schon seit Ewigkeiten gewartet habe. Einer in Solitary. Keine Informationen. Grading. Experience. Re-offending Chance. 73%, weil die Herz so schlecht ist. Reform-Programme nicht sind. Security 5.
So viele Wachen da drin. Die sitzen einfach nur faul rum, die Leute. Furchtbar, furchtbar. Das muss sich, muss mal einer glauben. Reform Session. Wie sieht es eigentlich im Moment mit Contraband aus? Tools sind immer noch da. Shakedown! Ich will diese Tools loswerden. Das wird zwar ein wenig meine Dings anheben. Unnecessary searched. Aber 100 sind suppressed, okay. 100 von 108 sind suppressed. Kein Ding. Man sollte das hier hinhauen. So, dann sollten demnächst diese Sachen hier runtergehen. Weapons ist hochgegangen. Das sollte runter nicht hochgehen. Na ja, gut, eins nach Mann, dann wird es schon hinhauen. Jede Menge Narcotics, jede Menge schöne Sachen entfernt. Moment, hat das funktioniert? Reports, Grants? Ja. Three to Patrol Routes. Nö. Crackdown on Drugs. Hat auch funktioniert. Bam. Das ist super gut. Can accept a maximum of things. Ich muss also drei Leute Deployment. Guard Patrols. So. Eins, zwei, drei. Und damit sollte es dann passen. Der Typ, der ist, steht da gemütlich rum und macht nicht viel. Naja, er schaut böse. Das ist eigentlich das Wichtige. Er steht rum und schaut böse. Und eine Sache ist noch übrig. So viele suppressed. Deshalb waren die auch alle suppressed, denke ich. Weil alle schließlich in dieser Zelle beim Essen waren. Und wenn sie... Ja, und die Guard ist halt... Stell was an, dich schießt mit meiner schönen Shotgun dir einmal schön ins Gesicht. Ah, ich liebe das, das macht so viel Spaß. Ja, so schaut er und dann mit diesem fiesen Lachen. Stell mir was an vor meiner Nase. Und ja. Okay, die sind ziemlich am Spülen. Kann tatsächlich sein, dass ich viel zu viele von diesen Tabletts habe. Naja, das dürfte schon hinhauen. Gut. Ab. Ja. Was machst du? Das passt. Experience, Rating. Nur Leute, die ich nicht für meine Zwecke hernehmen kann. Ich brauche mehr Informanten. The more, the merrier. Man kann übrigens mehrere hier reintun, dann wird das ein bisschen erhöht, die Chance. Oder werden Sachen erhöht, enthüllt. Es ist aber nicht additiv. Multiplikativ? Nö, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das ist. Jedenfalls kann man theoretisch alle reinholen, dann kann man ein bisschen mehr sehen. 8 Prisoner werden angenommen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Grading? Haben wir inzwischen 10 Prisoner? Okay. Deaths in Custody 2. Capacity 129. 13 Stück sind released worden inzwischen? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, rot, Reoffending Rate, grün, diejenigen, die entlassen worden sind. Und ich glaube, dass das... Sind das hier meine Tode? Nö. Prison Value, Daily Profits. Wir machen aber gut Profit. Nein, wir haben gut Profit gemacht wegen Dings. 107 Prisoners sind suppressed. 108. Ja, die haben alles suppressed, weil die Guard da steht. Das ist die beste Situation überhaupt. Die beste Sache, die ich habe machen können. Die andere Sache, die, wo ich das vielleicht noch hintun könnte, keine Ahnung. Das ist einfach der Ort, wo alle sind. Geniale Variante, das zu machen.
Staff Exhaustion, das ist normal, das passiert. Produce 30 License Plates. Haben wir jetzt. Ah, weil die im Moment nur diese dämlichen. Nur Holz herstellen. Die stellen immer keine License Plates her. Staff. Obwohl, ich kann eigentlich. Gib mir mal einen weiteren Guard Lock. Ich habe ja im Moment noch kein Geld. Ich werde da einen Guard Locker reinstellen. Und dann werde ich mit werde ich noch mal einen in den werde ich noch mal eine Super Guard hier reinstellen. Obwohl, ich kann natürlich auch einfach Deployment nutzen und eine Guard da abstellen. Das funktioniert ja genauso. Deployment, Guard Patrols. Wie kann ich davon entfernen? Das ist nicht mehr notwendig. So, und damit habe ich jetzt immer eine Guard hier drin. Dann sehe ich, was da los ist auch. Okay, wir haben inzwischen 3 License Plates hergestellt. Großartig. So viel gleich. Aber na gut, das ist ja das, woran wir arbeiten und worauf wir warten. Da hat jemand versucht, das... Da hat tatsächlich jemand angefangen zu arbeiten. Das ist mir neu. Ja, das ist so angenehm, dass die inzwischen hier dauerhaft vor den Dingern stehen. So, im Grunde könnte ich die hier abbauen und an sinnvollere Stellen tun. Dismantle. Dismantle. Dann werde ich einen davon wahrscheinlich... Nö, in die Schauer nützt mir nichts. Ich werde wahrscheinlich einen in den... Visitation Room, einen in den Classroom stecken. Utilities, CCTV, 1 und 2. Und sobald die verbunden sind, muss ich sie natürlich noch connecten. Natürlich ist im Moment das Ding nicht besetzt. Die CCTVs, bin begeistert. Okay, jetzt sehen wir wieder was. Oh, die Armed Guard muss sich auch mal, legt sich auch mal schlafen. Ah, die Armed Guards ruhen sich in der Armory aus. Okay. Ah ja, jetzt kann ich Utilities connect CC Monitor dahin und dahin. Sehr gut. Jetzt sehe ich überall etwas, vor allem auch hier. Stimmt, ich weiß gar nicht, ob die... Ich glaube, die Prisoner dürfen nicht storen, wenn der Storage-Raum außerhalb des Gefängnisses ist. Das heißt, wenn ich hier eine Wand durchziehen würde und da eine Tür hinbauen, ich könnte das eigentlich machen. Ich brauche da keinen Innenraum. Ich mache hier eine Brick Wall hin und mache Objects, Door, dahin. Und dann kann ich Rooms, Storage, da rein tun. Und dann kann ich den Storage Room hier vorne rausnehmen. So, perfekt. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll war, das so rumzumachen. Jedenfalls, da das außerhalb ist, sehe ich den ganzen Tag. Das ist das Schöne. Okay. Dismantle, dismantle, dismantle und dismantle. Und dann dürfte es funktionieren. Weil dann liegen die Sachen nicht einfach nur dumm rum. 56%, das heißt, wir haben inzwischen schon einen guten Schwung gebaut. Ja, der Unterschied bei den Prisonern ist auch, wie lange sie drin sind. Die Max Security brauchen, sind auch typischerweise sehr lange drin im Gefängnis.
Der hat eine Drogentherapie? Yikes. Ich müsste mich da tatsächlich mal drum kümmern. Programs. Dead by a Doctor. Das hier. Okay. Psychologist in a Dings. Das könnte ich eigentlich auch machen. Behavior? Nö, mache ich nicht. Stimmt, der Prisoner kommt zu dem Psychologist hier rein. Theoretisch könnte ich sogar noch mal einen weiteren Psychologisten anheuern. Dann habe ich nämlich zwei Slots. Das ist sehr teuer, aber das reduziert die Reoffending Rate stark. Die diskutieren dann gemütlich und dann wird das schon hinhauen. Ich weiß zwar nicht, was die beiden in den gleichen Räumen machen, aber gut. Working. Whoop. Sauber, mach sauber, mach sauber, mach sauber. Reinigen, reinigen. Muss sauber machen. Grand Completion. Yeah, sehr gut. Reports. Grants. Cell Block D, dafür haben wir keinen Platz. Das werden wir im nächsten Prison dann erst machen. Inmate Nutrition Research mag ich überhaupt nicht. Carpentry Apprenticeship. Ja. Sehr gut. Max Infrastructure Implementation. Governmental Security Ratings. Dazu muss ich. Ah ja, genau. Ja, nö, ich hab. Ja, das hat sich inzwischen verworfen. Ich komme immer mehr durcheinander mit dem Zeug. Foundations kann ich. Ich könnte natürlich einfach mal das hier erweitern. Und dann mache ich das Cleaning kaputt größer. Ich brauche mehr Leute, die sauber machen. Ich weiß gar nicht, ob die auch Gardening Tasks übernehmen. Apropos Gardening Tasks. Mach mal einen Tick mehr. Wir haben ordentlich Grünfläche, die sauber gemacht werden muss. Und dann kriegen wir ein bisschen mehr Geld rein, also Prison-Wert dafür. Ich finde es lustig, nutzen einen Besen, um Pflanzen wegzumachen. 170 Sheet Metal. Ah ja. Wir sollten theoretisch auch im Storage-Bereich was machen. Materials. Ich könnte natürlich Concrete Tiles machen. Ja. Machen wir mal Concrete Tiles dahin. Oh ja, und das Cleaning Cupboard. Genau, das war das, was ich eben gehört habe. Rooms, Cleaning Cupboard. Bing. Okay, und dann natürlich muss ich neu Deployment. Jobs. So, damit haben wir mehr Platz für die Leute. Und das dürfte dann gut funktionieren. Oh, da ist jemand verletzt worden. Da ist wahrscheinlich mal wieder jemand durchgetickt. Experience, Recruit, danke. Recruit, danke. Ich muss Platz machen. Ich habe immer noch 20 Leute awaiting solitary confinement. Das ist viel zu viel. To do. Take prisoner. To Infirmary? Nö. Infirmary. Ich glaube, ich könnte die theoretisch auch, die Doktoren auch in die Kantine schicken. Ich finde es immer noch lustig, dass die Armed Guard sich in der Armory ausruht. Aber naja, gut, die müssen halt ihre eigenen Sachen machen. Was ist da draußen dunkel? Objects, Lights. Mach mal da zwei Lichter hin, dass ich da was sehe. Bing. Gut. Ein Licht geht auf. Ich sehe zwar jetzt nicht so arg viel mehr, aber naja, ein wenig ist besser als gar nichts. So, 20.000. Wir haben richtig Kohle im Moment. Pflanzt der Gardener die Sachen? Ja. Die Gardener sind schon diejenigen, die das pflanzen. Das heißt, die Forestry sollte
Super Speedman werden. Kann es sein, dass wir die Prisoner schneller entlassen, als wir neue kriegen? Das kann ja mit sehr, sehr großen Prisons so gehen. Da kriegt man nicht genug Prisoner rein. Da ist man immer auf Max Intake, von Max Security teilweise dann sogar. Obwohl, Moment, lass mich mal das Prisoner auf das umstellen. Bringt einfach nur noch ein bisschen mehr Geld. Und natürlich mehr Spaß für mich. Oh ja, wir sind wieder runtergegangen. Wir sind nur auf 126. 128, okay. Aber trotzdem ist 7 Ranks runtergegangen irgendwo. Ganz gemütlich werden sie rausgebracht. Und beep, 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 beep. Was gefunden? Nö. Oh, die Armed Guard geht. Das ist kein guter Zeitpunkt, schlafen zu gehen, ehrlich gesagt. Armed Guard. Das ist... Wir brauchen dich. Guard, was machst du? Essenszeit ist die Zeit, wo die Guard in der Armory stehen muss. Andersrum. Wo sie in der Küche stehen muss. Experience kann ich nicht rekrutieren. Experience rekrutieren, bitte. Kontraband, Informanten. 32% mit ein bisschen Suspicion. Die Anzahl an Leuten wächst. Okay, 1.100 für Reformprogramme. Es kann gut sein, dass ich die Anzahl an Reformprogrammen ändern werde. Also, dass ich mehr zusätzliche Sachen mache. Ich könnte natürlich in einem Common Room tatsächlich so eine Alkoholtherapie machen. Aber naja, gut, das passt schon. Oh, wir haben Betten. Yes! Hyperspeed Sing! Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Aha, das gefällt mir so gut. Aha. Schön, dass du arbeitest. Sam the Gamer. Grading, Reform, 8 von 10. 2% Reoffending Chance. Workshop und Carpentry. Yeah. Der gefällt mir, der wird noch eine ganze Weile arbeiten. Achso, das sind einfach nur die Sägen und die Sachen, die jede Menge Lärm machen. Free Time! Ah, ja, Storage ist auch gar nicht das, was ich gebraucht habe. Was ich bräuchte, wären Exports. Aber Superior Bad, 400 Verkaufswert. Super schön und gut. Damit haben wir eine extra Einnahmequelle. Daily Cash Flow. 22.000. Ja, 6 Tage ohne Incidents. Das ist gut. Corporate Taxes minus 99. Ja, das ist das, wo man am Anfang schauen muss. Also, solange man die Steuern hat, ist es so viel, das wegfällt, wenn man das nicht sofort ausgibt. Deshalb wollte ich das unbedingt haben. Hat ja nur 50.000 oder sowas gekostet. Aber ich bin so froh, dass man zwischendurch Anteile, dass man neuerdings Anteile vom Gefängnis verkaufen kann. Weil so viel wie das macht. Okay, haben wir noch mehr Carpentry, Apprenticeship Sachen. Programs. Oh ja, ich kann noch ein zweites einrichten. 5 bis 8 pm bis 7 pm. Ja, das brauche ich eigentlich nicht. Da läuft, ist niemand interessiert dran. Da kann ich, das funktioniert doch gut. General Education ist ausgebucht. Autsch, das ist... Hä, Moment. Okay, Moment. General Education Qualification. So, Free Schedule, danke. Okay. Wir sind immer noch auf 128. Demnächst kommen 14 neue Leute rein. Ein Prisoner ist due to release in 4 Stunden. Ah, ich habe Geld. Ich kann mich um das Ding kümmern. Den armen Prisoner, der seit Ewigkeiten keinen Wasseranschluss hat. Tut mir ehrlich leid. Dann kann ich, glaube ich, noch mehr Laundry Baskets brauchen.
da die sowieso überall im Gefängnis hin verschoben werden, ist es keine große Sache. Wup, wup. Ich weiß zwar nicht, wo die herbringen, weil der Eingang vom Gefängnis ist rechts. Ja, und was ich beim zweiten haben will, dass wenn wir dann das Planning-Tool hernehmen, hauptsächlich bei einem größeren Gebiet anfangen, dann wird der Yard deutlich größer sein und das wird das absolute Zentrum zum Beispiel sein, zumindest für eine Zeit. Und dann werden wir... Stimmt, ich könnte natürlich das hier zu Yard-Time machen. Damit die das Angebot... Das großartige Angebot auch annehmen, dass wir offene Zeiten haben. Ich weiß, dass es, man kann, ja. Also eine Stunde am Tag ist verordnet, dass sie alle draußen sein müssen. Ganz einfach. Ab jetzt. Mitten zwischen der Arbeit. Obwohl die hauptsächlich dafür da ist, dass meine Sachen besser funktionieren. Das haben wir eigentlich alles dabei. Lichter. Ja, ich habe halt absolut keinen Überblick, wo was hier in diesen Zellen vor sich geht. Außer diese zufälligen Leute tauchen mal kurzzeitig auf. Das ist natürlich auch möglich. Wie sieht's aus mit Contraband im Moment? Oh, wir haben viel zu viele Narcotics. Viel zu viele Narcotics. Free time. Und dann gibt's Essen. Okay, nach dem Essen wird Shakedown gemacht. Oh, wir hatten schon wieder Grabesachen. Materials, remove tunnels. Ich weiß immer noch nicht, wie sie das Zufällige, was sie aufgedeckt haben. Wahrscheinlich einfach untersucht, weil irgendwas angestellt hatte. Stehen die da, Schlange, wenn ich das mal so sagen will. Alles suppressed, alles suppressed. Und dann... Okay. Essenszeit. Ich weiß aber auch nicht, warum die eigentlich alle hier an dem Ding anstehen. Also, wenn ich denen einen Tipp geben dürfte, hier unten sind zwei Trays, die absolut frei sind von allen Leuten. Ich glaube, dass es wirklich mich mehr durcheinander bringt, dieses Ding. Okay, Shakedown, ja. This will take some time and annoy the hell out of your people. Yep, natürlich wird das annoying sein, aber naja, das ist halt so. Okay, der Prisoner, ja. Nachdem sowieso sämtliche Leute, 138 meiner Prisoner, gedingst sind. Okay, wir haben gar... Ich glaube, wir sind sogar im Moment ein bisschen in der Überproduktion. Ich glaube, ich kann sogar meine Zeit lang schließen. Die High Security, die sind relativ lang im Gefängnis. Es ist hauptsächlich, wenn man so Gefängnisse mit Kapazitäten an die 1000 hat oder sowas. Das werden wir beim zweiten bauen. 1000er Kapazität. Jetzt haben wir hier mal schon mal grundlegend gesehen, wie das Ganze funktioniert und die ganzen Sachen gelernt, die wir brauchen. Und dann 1000, das ist schon ordentlich was. Wow, Booze, all is a Booze. Contraband. Last 24 hours. Heroin, smuggled in by prisoner. Detected, detected, found. Ja, durch zwei Dinger ist er durch. Im Moment, natürlich, oh, ein Shakedown. Wenn man einen Prisoner umbringen will, dann muss man das während einem Shakedown in die Security reinhauen. Bei jeder Durchsuchenaktion, während einer in der Zelle ist, gilt als erhöhen das Suspicion. Selbst wenn das gar nicht, wenn der das nicht war, der einem das Bescheid gegeben hat. Die einzige Sache, wo das nicht, obwohl, das könnte auch sein, Detektoren oder sowas gelten ja auch nicht. Hm. Produce 10 superior beds. Wir sind immer noch nicht durch. Oh, es gibt Leute, die sich beschweren. Ich hoffe, dass das alles gut hinhaut.
Wie sieht's aus im Moment mit Kontraband? Immer noch. Die haben eben erst alles durchsucht und es ist noch so viel da. Schmuggel, 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 Schmuggel. Zigaretten. Ich muss wirklich mal mehr Solitary-Zellen bauen. Ich denke, ich werde hier auf dem Yard noch ein paar einrichten. Einfach, weil ich kann oder so. A 15, okay. Foundation Education Pass. Ja, die Education ist im Moment noch nicht so angesagt. Okay, Tools sind alle weg. Waffen, Narcotics und Luxuries hat nicht so gut funktioniert. Die verstecken sie besser. Aber naja, gut. Okay, ich würde sagen, wir können dann mal beim nächsten Mal schauen, dass wir ein neues Gefängnis bauen, oder? Also dann, bis zum nächsten Mal. Wünsche ich dann viel Spaß. Ja, oder wir werden das nochmal beobachten beim ersten Mal noch. Ja, das wahrscheinlich. Wir sehen uns. See you, Leute. Und bye-bye.